So, ich entscheide mich für durchschlagende Zauber. Das ist im Kampf von Vorteil, wenn sie durchschlagende Zauber hat. Und sie kriegt da zwei neue Slots. Das ist gut. Da kriegt sie nochmal die Massenheilung mit. Und hier würde ich sagen, nochmal ein Feuersturm. So, speichern. Und gehen wir durch die Tür, die wir soeben geöffnet haben. Was erwartet uns hier? Ein Raum. Und theoretisch nicht ganz so groß. Dort. Boah, Münzen. Dafür kriegen wir aber auch einen mächtigen Feind zu spüren. Ich sehe gerade Saphir-Stimme gleich weg. Super. Ihr seht, F funktioniert mal wieder nicht. Saphir ist tot. Ich glaube, wir haben es. Boah. Nee. Heilung. Lass mich doch mal durch, verdammt. So. Dann wollen wir mal anfangen. Hammer der Götter. Mehrere. Nicht sterben, nicht sterben. Nein! Fick dich! Wie gesagt, nicht sterben. Ich sehe noch nicht mal die Gegner. Wenn das wirklich so heavy hardcore ist, ey, dann. Die geben hoffentlich gute Erfahrung. Oh ja, 1300. Ja, die geben wirklich gute Erfahrung. Kann das sein, dass die Tür eine ganze Menge Erfahrung gegeben hat? Kurz hochscrollen. Bevor der Kampf begonnen hat. Ah ne, das wird ja gar nicht mal angezeigt. Na scheiße. Ah ja, egal. Ich habe aber ein Level up gekriegt gerade. Alter. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass hier so hardcore Gegner da auftauchen. Ich müsste dann gleich mal tatsächlich einmal rasten. Also meine. Obwohl, na, ich probiere es nochmal ohne. Wir werden hier reich, doch. Wir werden reich, das ist der Hammer. Also ich versuch's nochmal ohne zu rasten halt. Mit den verbliebenen Zauber. Ja, noch ein bisschen. Und sonst zur Not muss ich anfangen, die Gegner einzusaugen. Ich bin sowieso böse, das ist mir egal. So, Hirschmann kriegt
Ja. Hab ich. Nee, hab ich nicht. Gehört immer noch zu einem neuen von Neverwinter werden. Oder zu einem von diesen beiden Unbekannten, aber ich bleib Kleriker. So, wir gehen natürlich auf Konzentration, alles was geht. Bisschen Zauberkunde, so. Ich krieg zwei Talente, das ist der Hammer. Dann nehme ich erstmal den mit. Was gibt es hier noch? Ich könnte Zauberfokus nehmen. Ich könnte mir göttliche Widerstandsfähigkeit nehmen. Oder ich kann halt nochmal ein episches Talent hinzuholen. Das hier, ihr seht es nicht, ist Anführen. Das bewirkt später bei Storm of the Sea hier, was wir auch noch spielen werden, im Anschluss, bedeutet in dem Fall nichts anderes, als dass ich noch mehr Charaktere mitnehmen kann. Sonst beliebt es immer auf den Standardwert und das passt dann dazu. Epische Kampfkraft. Plus 1 auf alle Angriffswürfe, das ist natürlich nicht schlecht. Angriffswurf ist, angenommen, ich würde jetzt dich angreifen. In einem Dungeons and Dragons Spiel. Dann müsste ich zuerst, bevor ich Schaden würfeln darf, testen, geht der Angriff überhaupt durch. So, angenommen, ich hau jetzt, will jetzt zuschlagen. Dann würde das in dem Fall gibt es halt so einen Grundwert Stärke in dem Fall auf, ich würde sagen, AC ist das, glaube ich. Das ist halt die Verteidigung vom Gegner. Und dann wird halt gewürfelt. Bin ich hier durchsichtig? Sieht so aus. Ne, ist nur ein schwarzer Gürtel. Sieht echt geil aus. Ne, jedenfalls, ich habe einen schwarzen Gürtel. Ne, nochmal zur Erklärung. Also, es wird halt ein Wurf gewürfelt, ob man trifft. Ist der Wurf höher, trifft man. Ist der Wurf niedriger als den AC, trifft man nicht. Dann verfehlt man. So, und plus 1 auf alle Angriffswürfe heißt nichts anderes als, ich krieg dann auf diesen Wurf plus 1. Das heißt, ich würde bei jedem Angriff natürlich treffen. Will ich aber nicht unbedingt. Boah. Das ist nicht schlecht, glaube ich. Der Charakter erhält plus 6 auf Zauberstufenwürfe, um die Zauberresistenz der Kreatur zu überwinden. Dies überschneidet sich mit Boniten aus durchschlagenden Zauber und mächtige durchschlagenden Zauberzaubers, aber nicht kumulativ. Es überschneidet sich, ja. Das ist natürlich auch geil. Oder nochmal ein Weisheit plus 1. Hätte ich da 25. Würde mehr Zau mit Dings bedeuten. Allerdings, mehr Schaden ist auch nicht schlecht. Da würde ich sagen, epische durchschlagende Zauber, das ist genau das, was ich gebrauchen kann als Zauberwirker. So, und das war's dann auch schon. So, habe ich neue Slots? Nein, habe ich nicht. Ich habe natürlich auch keine neue Zauber oder so. Die gibt es nämlich gar nicht. So. Probieren wir es so weiter. Ich hoffe, das waren die letzten Gegner. Oder dass da keine mehr kommen. Wenn hier noch mehr kommen, dann wird es interessant. Es wird interessant. Und ich denke mal. Mal gleich einen Sturm. Ich stehe mir wieder alle im Weg. Wisst ihr das? Insbesondere Saphir, geh mir. Wie war das nochmal?
Hauptsache. Okay. Sowieso noch nicht die Zeit. Wenn hier zum Beispiel der Wert ist, das dürfte so ungefähr 70 sein, glaube ich, dann würde ich anfangen, so ein Viech einzusaugen. Vorher nicht. Das ist das Verlangen hier unten. Mein Beischen ist eh schon abgelaufen. Man sieht, glaube ich, ein bisschen was, ne? Och, wann stirbt das Viech, ey? Das ist doch unglaublich. Jetzt ist er gestorben. Gibt immer noch über 1000 Erfahrungen. 7000. Ah, 13 Schaden, das ist schon mal gar nicht schlecht. Ja, dann zahlen wir auch nicht mehr. Also ich glaube, ich würde sagen, ich raste danach. Saphir Stimme schon wieder weg, ne? Meine Magie wird dieses Ärgernis beseitigen. Ja. Kann auch sein, dass du gleich stirbst. Geh mal dahin. Wäre nicht schlimm gewesen, ich hab eh noch einmal wiederbeleben. Zumindest die kleine Version. Das ist auch unglaublich, ey, dass der so viel aushält. Oh, was gegen Klingbeere hat? Was meint ihr? Scheiße Tarnung. Tja. Oh, Mann, Mann, Mann.
Stirb, du Hund. 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 Stirb, du Hund.